Ich habe ja das letzte Mal schon einen Vortrag gehalten über Social Media und habe da so Einblicke gegeben, wie man sich Ziele setzen kann für den eigenen Account und festlegen kann, welche Zielgruppe man eigentlich erreichen möchte, und habe versucht, so ein paar Inspirationen zu geben, was denn Inhalte von Posts sein könnten. Und dieses Mal wird es dann ein bisschen konkreter. Es wurde ja vorhin auch schon erwähnt, dass wir ein Handout gemacht haben, wo gezeigt wird, wie man Schritt für Schritt zum ersten Post kommt. Und die Schritte werde ich jetzt auch mal in meiner Präsentation durchgehen. Es sind allerdings hier ein paar weniger Schritte, aber die konkreten Ausführungen kann man sich dann danach, wie gesagt, nochmal im Handout anschauen. Genau. Genau, man würde damit starten, dass man zuerst mal ein Netzwerk für sich auswählt, nachdem man eben für sich definiert hat, welche Ziele habe ich denn und welche Zielgruppen möchte ich eigentlich erreichen. Hier habe ich meine Folie aufbereitet, die auch schon das letzte Mal gezeigt wurde, wie viele aktive Nutzer sich eigentlich in welchen sozialen Netzwerken in Deutschland tummeln. Und da sieht man eben ganz eindeutig, dass Facebook und Instagram hier absolute Spitzenreiter sind vor anderen Netzwerken. Und deswegen werden wir uns jetzt auch heute auf diese beiden Netzwerke konzentrieren. Hier habe ich die beiden nochmal im Vergleich vorgestellt. Also Facebook ist mit Abstand das größte soziale Netzwerk in Deutschland und weltweit. Und bezüglich der Inhalte, die man dort posten kann, ist man extrem flexibel. Im Prinzip kann man alles posten. Also man kann reine Texte posten, man kann Videos posten, Bilder, man kann Links zu Webseiten posten. Also da stehen einem wirklich alle Möglichkeiten offen. Im Vergleich zu Instagram auch kann man sagen, dass Facebook-Nutzer tendenziell etwas älter werden und auch für die jüngere Zielgruppe nicht mehr ganz so interessant sind. Das liegt bestimmt auch daran, dass sich mittlerweile nicht nur jüngere Menschen auf Facebook tummeln, sondern eben auch deren Eltern, teilweise auch deren Großeltern, und dass die jüngere Generation deswegen so ein bisschen Ausschau hält nach ihren eigenen Plätzen, wo die Eltern vielleicht noch nicht so aktiv sind. Genau. Wenn man das so ein bisschen altersmäßig einteilen will, dann ist Facebook auf jeden Fall Ü30 und Instagram ist eher U30. Das Besondere an Instagram ist, dass man eben Bilder oder Videos teilen muss. Also es ist nicht möglich, einfach nur Texte zu teilen, sondern ein Post ist immer verbunden mit einem Bild oder einem Video. Diese ästhetischen Bilder und Videos sind eben auch extrem wichtig für das Netzwerk, und insgesamt kann man sagen, dass es auch sehr viel positiver ist als andere Netzwerke, was so die Resonanz der Nutzer angeht. Genau, eine Besonderheit von Instagram ist noch, dass man es eigentlich nur über die Smartphone-App bedienen kann. Ich werde aber später zeigen, wie es auch möglich ist, Instagram in Kombination mit Facebook vom Computer aus zu steuern. Genau. Welche Fragen muss ich mir eigentlich stellen, wenn ich mich jetzt entscheiden möchte, welches Netzwerk ich eigentlich nutzen will? Das Wichtigste ist erstmal, sich klar zu machen, welche Netzwerke nutzen eigentlich die Menschen, die ich erreichen möchte. Was aber auch noch eine wesentliche Rolle, spielt, ist, wo ich mich eigentlich persönlich am wohlsten fühle oder auch sicher fühle. Kenne ich mich mit einem Netzwerk vielleicht schon ein bisschen aus? Nutze ich auch privat das ein oder andere Netzwerk? Das könnte mir einfach für den Start so eine Grundsicherheit geben, und das wäre vielleicht dann auch einfach ein guter Start für mich. Die gute Nachricht ist aber auch, es haben ja vorhin eigentlich auch schon die absolute Mehrheit hat angegeben, dass sie sich eben für beides interessiert. Und ja, die gute Nachricht ist eben, dass beide Netzwerke sich extrem gut kombinieren lassen. Ich werde das nachher auch mal an einem praktischen Beispiel zeigen. Facebook und Instagram gehören ja beide zur Facebook-Gruppe, und dadurch werden die beiden auch immer besser miteinander vernetzt. Genau. Nachdem ich ein Netzwerk für mich ausgewählt habe, folgt quasi die Planungsphase. In der sollte man sich zunächst mal überlegen, worüber will ich denn eigentlich berichten. Da kann man zum Beispiel im Team ein Brainstorming machen.
dass man sich einfach überlegt, was sind denn jetzt spannende Geschichten, die ich mit meinen Followern teilen kann, um da aber auch so ein bisschen Inspiration zu bekommen, macht es auch sehr viel Sinn, erstmal anderen, auch erfolgreichen Profilen in den Netzwerken, die ich mir ausgewählt habe, zu folgen und zu schauen, wie machen die das eigentlich, was machen die dort genau. So kann man einfach auch Ideen sammeln. Genau. Bilder habe ich ja gerade schon besonders bei Instagram angesprochen, sind extrem wichtig, aber da gibt es eben auch einige rechtliche Dinge zu beachten. Und von daher sollte man einfach frühzeitig starten, schon mal Bilder zu sammeln, die man auch für den eigenen Social-Media-Account nutzen kann. Es gibt zwei Rechte, die man dabei beachten muss, beziehungsweise die zwei wichtigsten Rechte. Das ist einmal das Recht am eigenen Bild. Das heißt, abgebildete Personen, die auch erkennbar sind, müssen damit einverstanden sein, dass ihr Foto in den jeweiligen Netzwerken veröffentlicht wird. Am besten hält man das schriftlich fest, dann hat man später auch was in der Hand. Und erkennbar bedeutet in dem Fall, dass die Person, als Faustregel kann man sagen, von den eigenen Arbeitskollegen erkannt werden kann. Genau. Also wenn man jetzt nur eine Abbildung von der Hand oder von einem Körperteil hat, den man jetzt nicht direkt einer Person zuordnen kann, dann ist das weniger problematisch. Aber sobald halt jemand von seinen Arbeitskollegen erkannt werden kann, sollte derjenige auch einverstanden sein, dass sein Bild da veröffentlicht wird. Und das zweite Gesetz ist das Urheberrecht. Urheber von einem Bild ist immer der Fotograf. Da spielt es auch keine Rolle, wer das Bild in Auftrag gegeben hat, sondern der Fotograf ist und bleibt der Urheber. Und der muss eben auch damit einverstanden sein, dass das Bild in dem jeweiligen Netzwerk gepostet werden darf und muss auch genannt werden, es sei denn, er verzichtet darauf. Und auch das macht es Sinn, schriftlich festzuhalten. Genau, in der Planungsphase ist es auch noch sinnvoll festzulegen, wer eigentlich verantwortlich ist für die Social-Media-Kanäle. Dass man nicht einfach Social-Media-Kanäle anlegt und sich denkt, das wird sich schon irgendwie füllen, irgendjemand wird da schon was posten, sondern dass man einfach eine Person benennt oder ein Team, die eben dafür zuständig sind und dafür auch die nötige Zeit zur Verfügung gestellt bekommen. Weil auch Social Media macht sich nicht nebenher, auch wenn das immer so einfach aussieht. Aber das kostet eben auch einfach Zeit. Besonders je größer die Social Media Kanäle werden, desto mehr tritt man auch in Interaktion und muss dafür einfach auch Zeit einplanen. Wenn man überlegt, wen übergibt man jetzt diese Aufgabe, sollte man sich einfach überlegen, wer ist denn kreativ. Da hilft auf jeden Fall auch ein Blick für gute Fotos. Ein lebendiger Schreibstil ist auf jeden Fall auch hilfreich. Und man sollte hier auf jeden Fall langfristig denken und nicht den Praktikanten, der jetzt 2 Monate im Betrieb ist und dann wieder weg ist, die Aufgabe übergeben, sondern wenn dann sowas im Team machen, aber einfach das an unangeleitete Praktikanten weiterzugeben, ist dann nicht so klug. Genau. Jetzt geht es auch schon los. Nachdem wir unsere Planungsphase abgeschlossen haben, legen wir hier eine Facebook-Seite an. Das habe ich mal visualisiert. Die Besonderheit bei Facebook ist, dass Facebook-Seiten über persönliche Profile betreut werden. Also in dem Fall ist das hier mein Profil. Ich brauche also erst mein privates Profil, bis ich eine Facebook-Seite anlegen kann. Wenn ich die Facebook-Seite anlege, dann muss ich mir Accountnamen überlegen. Das ist einmal der Klarname der Firma und dann eben noch ein Kurzname, der einmalig vergeben sein muss. Bei uns ist das @demeter.de zum Beispiel. Als Profilbild verwendet man in der Regel sein Firmenlogo, das man hier hochladen kann. Und bei Facebook gibt es dann eben noch dieses Headerbild. Das ist ja ein Querformatbild, im Prinzip ein Panorama. Man kann hier aber auch ein Video nutzen und da kann man so ein bisschen mehr Lebendigkeit mit reinbringen. Genau, dann gibt es noch einige Informationen, die man bei der Facebook-Seite angeben sollte. Das ist einmal eine Kurzbeschreibung, wo man eben kurz vorstellt, wer ist dann eigentlich das Unternehmen. Man hat die Möglichkeit, hier eine Webseite anzugeben, Kontaktinformationen, also Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Öffnungszeiten, Branche. Und ganz wichtig, dass man eben auch das Impressum angibt und die Datenschutzerklärung.
Ich habe da zur weiteren Erklärung nochmal Links in dieses Factsheet, von dem schon gesprochen wurde, gepackt. Da kann man das dann nochmal in Ruhe nachlesen. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass wenn man so einen öffentlichen Auftritt hat, dass dann dort auch ein Impressum hinterlegt ist. Und die Datenschutzerklärung ist ja auch wichtiger geworden seit der neuen DSGVO. Genau. Im Prinzip das Gleiche bei Instagram. Bei Instagram werden jetzt Facebook-Seiten nicht über private Profile verwaltet, sondern man legt einen Account an und hat zudem dann auch ein Passwort. Auch hier definiert man einen Accountnamen, lädt ein Profilbild hoch, gibt eine Kurzbeschreibung an, die allerdings sehr viel kürzer ist als bei Facebook. Und auch hier ist es wichtig, das Impressum und eine Datenschutzerklärung anzugeben. Allerdings gibt es hier nicht, wie bei Facebook vordefiniert, Felder dafür, sondern man sollte hier eben einen Link dazu angeben. Es ist wichtig, dass davor auch Impressum und Datenschutzerklärung steht oder, wie wir das hier gemacht haben, dass die Wörter eben in dem Link direkt integriert sind. Die Besonderheit bei Instagram ist ja noch, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, glaube ich, dass man keine Links in Posts setzen kann. Das ist so ein bisschen eine Besonderheit. Und der einzige Link, den man so wirklich setzen kann, abgesehen von den Stories, ist der, den man hier sieht. Und da gibt es eben auch die Möglichkeit, so eine Art Linksammlung zu aktuellsten Artikeln anzulegen. Da gibt es auch Dienste wie Linktree zum Beispiel. Und das ist dann eine schöne Möglichkeit, weil man darauf auch verweisen kann. Genau. Hier unten sind die Story-Highlights. Ich werde später nochmal genauer erklären, was eigentlich eine Story ist, die man dann hier fixieren kann. Genau. Wenn ich meine Accounts angelegt habe, dann ist die nächste Frage, die man sich stellt, wie bekomme ich eigentlich meine Follower? Für den Anfang ist es da ganz wichtig, das persönliche Netzwerk zu nutzen. Da darf man auch nicht zu schüchtern sein. Also man kann Freunde einladen, man kann die bitten, einen weiterzuempfehlen. Man kann sich mit befreundeten Accounts vernetzen und Kooperationen starten. Beliefere ich jetzt als Landwirt zum Beispiel einen Bioladen oder bin ich ein Bioladen und mich beliefern verschiedene Höfe? Dann kann man über eben gegenseitig einen Post über den jeweils anderen machen, und sich so einfach ein bisschen, ja, Reichweite verschaffen. Genau. Auf Facebook gibt es eben noch die Möglichkeit, Facebook-Gruppen zu nutzen, die sich mit meinem Thema beschäftigen, wenn es dort in den Richtlinien erlaubt ist, auch mal Werbung zu posten. Dann kann man das natürlich auch machen. Genau, man kann auch außerhalb dieser Welt, nee, genau, Hashtags kann man natürlich auch setzen, um besser gefunden zu werden. Da gehe ich auch nachher nochmal rein. Und man kann natürlich auch in der physischen, analogen Welt Werbung für den eigenen Account machen. Zum Beispiel im eigenen Bioladen, am Hof, durch Plakate, durch Flyer, am Marktplatz. Und man kann auch Aktionen für die eigenen Follower starten, dass man die ein bisschen belohnt. Habe ich jetzt zum Beispiel einen Bioladen, dann könnte ich sagen, jeder, der meinem Account folgt und das an der Kasse einmal kurz zeigt, bekommt zum Beispiel einen Apfel geschenkt oder sowas in der Richtung. Genau, hier ist jetzt ein Beispiel von der Bio Company. Die stellen hier eben die Apfelsorte Kreta vor, fand ich ganz nett in Zeiten von Fridays for Future. Und eben damit auch den Biohof Augustin. Die haben jetzt keinen eigenen Instagram-Account, aber theoretisch wäre dieser Post perfekt, wenn sie dann einen hätten, neu angelegt, um denen einfach ein bisschen Reichweite zu verschaffen und sie ja, den Fans von der Bio-Company vorzustellen, die ja auch direkten Bezug dazu haben, weil sie auch die Äpfel von dem Hof eben essen. Genau, jetzt kommen wir schon zu Schritt 4. Wie mache ich jetzt eigentlich einen Post? Da stelle ich jetzt nochmal ein bisschen die Besonderheiten vor der Netzwerke. Bei Instagram besteht ein Post aus einem Bild oder Video und die werden in der Regel zumindest in der Vorschau als Quadrate angezeigt und einem zugehörigen Text. Man hat eben keine Möglichkeiten, Webseitenlinks
hier zu setzen, aber man kann andere Accounts verlinken, eben mit diesem Ad, das ja dafür immer genutzt wird. Genau. Dann kann man Hashtags nutzen, um besser gefunden zu werden. Hier bieten sich zum Beispiel regionale Hashtags an, dass man einfach zeigt, wo ist eigentlich mein Hof oder mein Laden. Bin ich zum Beispiel in Berlin, kann ich die Hashtags Berlin-Brandenburg nutzen, regional. Ich kann aber auch zeigen, welchem Label gehöre ich eigentlich an. Bio-Öko, bin ich ein Bioladen, bin ich Demeter. Und dann gibt es auch politische Hashtags, die dann auch ein bisschen kreativer sein können, zum Beispiel wissen, wo es herkommt, Agrarwende, Vielfalt statt Einfalt, System Change, not Climate Change, wenn man jetzt an den Klimawandel denkt. Es gibt auch sogenannte Hashtag-Finder, da habe ich auch einen in einem Formular verlinkt. Da hat man einfach die Möglichkeit, Hashtags anzugeben, die man schon für sich definiert hat und kann dadurch eben noch weitere Hashtags nutzen, Hashtags angegeben haben wie ich. Genau, das sind Posts auf Instagram und dann gibt es eben noch Stories. Stories gibt es mittlerweile auch bei Facebook, muss man sagen. Und die werden oft als Blick hinter die Kulissen genutzt. Stories erscheinen beim Klick auf das Profilbild und sie verschwinden in der Regel nach 24 Stunden wieder. Eine Ausnahme davon sind die Highlights, die wir vorhin beim Erstellen eines Instagram-Profils gesehen haben. Wenn man jetzt Stories hat, die einem besonders gut gefallen oder ja, die man einfach länger zugänglich machen will, dann kann man die eben in die Highlights setzen und hat da auch die Möglichkeit, verschiedene Kategorien zu bilden, denen man die Stories zuordnet. Genau. Stories eignen sich besonders für Videos im Hochformat. Also Stories sind immer ein Hochformat. Oder aber Bilder. Und das Besondere ist, dass nach 10 Sekunden eben die Bilder wechseln. Also dann switcht man quasi vom einen aufs andere Bild. Und in den Stories hat man auch die Möglichkeit, Links zu setzen. Das ist allerdings erst ab 10.000 Followern möglich. Also da muss man schon eine gewisse Größe des eigenen Kanals aufgebaut haben. Genau, hier rechts haben wir mal Beispiele von unserem Kanal. Da haben wir jetzt einfach Rezepte, die wir mit Foodbloggern zusammen entwickelt haben oder die Foodblogger für uns entwickelt haben. Und hier unten gibt es das sogenannte Swipe-Up. Da kann man mit dem Finger so auf dem Smartphone nach oben schieben und kommt dann eben zu der Verlinkung, was in dem Fall eben das Kürbisrezept ist. Hier nochmal. Und man hat eben auch die Möglichkeit, Hashtags zu setzen. Hier zum Beispiel mit einem Bild vom Bauhof und Brüderhähnen. Genau. Es ist wie gesagt möglich, das Facebook-Profil mit dem Instagram-Profil zu vernetzen. Und dann kann man es eben auch einstellen, dass Stories, die man auf Instagram teilt, auch automatisch auf Facebook geteilt werden. Man muss da also gar nicht beides in beide Netzwerke eingeben. Sondern kann das simultan machen. Bei Posts geht das im Prinzip auch. Also ich kann was auf Instagram posten und kann einfach sagen, jawohl, das Gleiche soll auch auf dem vernetzten Facebook-Profil erscheinen. Ich würde aber empfehlen, zumindest bei den Posts, dass man das nicht macht, sondern leichte Anpassungen macht. Zum Beispiel, wenn es um Verlinkungen geht, Verlinkungen, wenn ich eine andere Seite verlinken möchte, die sind einfach unterschiedlich bei Facebook und bei Instagram, weil sich die Namen unterscheiden. Man hat die Möglichkeit, bei Facebook Links zu setzen, was man bei Instagram nicht hat. Und Hashtags spielen auch bei Instagram eine größere Rolle, als sie es jetzt zum Beispiel bei Facebook tun. Ich habe das hier mal im Vergleich aufgezeigt. Ich habe jetzt einen Post, den ich sowohl auf Facebook als auch auf Instagram posten möchte und habe da einfach so leichte Anpassungen gemacht, um das für das jeweilige Netzwerk attraktiver zu machen. Bei Facebook habe ich zum Beispiel am Anfang einen Link eingegeben. Dadurch erscheint hier unten so eine Link-Vorschau, ja, wo man auch einfach auf die Bilder draufklicken kann und dann direkt auf den Artikel kommt, den ich da geschrieben habe. Ich habe hier eine Verlinkung zu Beutelsbacher Fruchtsäfte und ich habe im Vergleich zu Instagram eher weniger Hashtags genutzt. Genau. Bei Instagram hingegen habe ich jetzt die einzelnen Bilder hochgeladen. Da ist eben keine Einbettung des Links. Das habe ich hier über den Link in meiner Biografie gemacht und wie gesagt, andere Verlinkungen und deutlich mehr Hashtags als jetzt bei dem Facebook-Post.
Genau, da möchte ich noch mal kurz einen Einblick geben, oder Inspiration dazu geben, was man eigentlich posten kann, in den sozialen Netzwerken. Besonders interessant für die Follower ist es da einfach, wenn man Geschichten hinter dem Produkt erzählt. Solche Geschichten nennt man so im Marketing Storytelling und wir haben da einfach ganz tolle Möglichkeiten auf Biobetrieben, dass wir Einblicke in die Landwirtschaft geben. Also wir können zeigen, wie wird dann das Gemüse angebaut, wie werden die Tiere gehalten, welche Beziehungen haben die Landwirte und die Tiere zueinander, was hebt jetzt meine Arbeit von der Arbeit von anderen ab und was motiviert mich zum Beispiel auch, meiner Arbeit nachzugehen. Das wären einfach so ein paar Ideen, aus denen man Posts entwickeln kann. Ja, wie schreibe ich einen Post? Da ist es einfach wichtig, einfache Texte zu formulieren. Also man sollte im ersten Punkt eigentlich im ersten Satz auf den Punkt bringen, worum es eigentlich geht. Dann sollte man sich möglichst ein Thema pro Post vornehmen und nicht versuchen, möglichst viel in einem einzelnen Post unterzubringen. Man sollte versuchen, sich möglichst kurz zu halten und nicht so riesige Textblöcke zu produzieren. Und man sollte vom Verbraucher her denken, überlegen, was hat er eigentlich für ein Fachwissen, da eher von weniger Fachwissen aus zu gehen, als man eigentlich denkt und da eben nicht zu fachlich werden. Dann ist es wichtig, glaubwürdig zu sein und nicht jemanden darzustellen, der man eigentlich gar nicht ist, weil das auch relativ schnell auffällt. Und man sollte möglichst offen auch mit den eigenen Schwachstellen umgehen, um da gar nicht so viel Schwachstellen zu bieten. Genau. Dann möchte ich eine kurze praktische Einheit machen und jetzt einfach mal einen Post auf der Demeter-Seite in dem Fall machen. Und dabei das Creator Studio nutzen. Also ich bin jetzt auf der Demeter-Seite und kann hier auf der rechten Seite das Creator Studio auswählen. Bin jetzt da hier drin und da habe ich einfach die Möglichkeit, zwischen meinem Facebook-Account und meinem Instagram-Account hin und her zu switchen und auch auf beiden Beiträge zu erstellen. Genau. Ich gehe jetzt hier auf Beitrag erstellen und habe da schon was vorbereitet, nämlich den Post über Beutelsbacher, den wir vorhin gesehen haben. Hier kann ich dann meinen Text eingeben. Und genau, bei Facebook habe ich jetzt hier den Link zu der Seite schon drin. Hier unten wird dann so eine Vorschau generiert und danach kann ich den Link auch entfernen. Der muss hier gar nicht länger drin bleiben, sondern die Vorschau bleibt trotzdem vorhanden. Und ich kann hier noch die Seiten verlinken, die ich verlinken möchte. Das ist in dem Fall Beutelsbacher, Fruchtsäfte, genau. Manchmal muss man das ein bisschen probieren mit den Verlinkungen. Das funktioniert nicht immer einwandfrei. Manchmal muss man auch einfach 5 Minuten warten, wenn man merkt, das funktioniert nicht so richtig. Genau. Aber in dem Fall hat es geklappt und dann können wir den Post jetzt teilen. Genau, und jetzt sollte der Post auf der Seite erscheinen. Genau, hier ist er schon. Hier sieht man, wie die Linkvorschau hier unten eingebettet wurde mit den einzelnen Bildern. Und ich kann jetzt, wenn ich hier auf die Vorschau klicke, komme ich eben dann automatisch zu dem Artikel, den ich hier gepostet habe. Genau, das Gleiche machen wir jetzt einmal auf Instagram. Also ich wechsle jetzt einfach in den Instagram-Bereich, der ist durch das Instagram-Logo mit dieser kleinen Kamera hier angezeigt. Erstelle dann auch hier einen Beitrag. War für den Instagram-Feed. Das andere sind Videos, Instagram-TV. Genau. Füge dann hier auch die Texte ein. Hier, wie gesagt, mit mehr Hashtags. Und muss dann hier unten Inhalte hinzufügen. Ich kann, wie gesagt, nicht einfach nur Texte posten, sondern ich muss auch Videos oder Bilder eben hinzufügen. Man kann hier entweder ein Bild oder Video auswählen oder auch mehrere. Mehrere werden dann einfach nebeneinander, da kann man so durchswipen, sagt man.
angezeigt. Und für mich hat sich's bewährt, wenn ich da eine bestimmte Reihenfolge haben will, dass ich die Bilder einfach in dieser Reihenfolge nummeriere. Dann werden die nämlich richtig angezeigt. Hier habe ich zum Beispiel ein Doppelbild quasi in der Mitte zerschnitten, dass das dann so nebeneinander angezeigt wird. Genau, das wird jetzt auch hochgeladen. Passt alles. Und wird dann veröffentlicht. Genau, und jetzt sollte, das kurbelt noch ein bisschen, aber gleich sollte dann dieser Beitrag auch auf unserer Instagram-Seite veröffentlicht sein. Okay, wir sind jetzt bei 44%. Ich mache jetzt mal weiter mit der Präsentation, aber wir können den uns dann gleich nochmal anschauen. Genau. Wenn man jetzt anfängt, in den Netzwerken zu posten, macht es auf jeden Fall Sinn, dass man sich einen Plan erstellt, dass man einfach sagt, welche Inhalte möchte ich eigentlich wann posten, damit es einfach nicht so im Arbeitsalltag untergeht. Was auch die Möglichkeit ist, dass man Posts terminiert. Also man muss die nicht, so wie ich es jetzt gemacht habe, direkt posten, sondern man kann auch sagen, hier diesen Post, der soll am Dienstag erscheinen oder am Mittwoch. Und dann habe ich natürlich auch die Möglichkeit, mit einem gewissen Vorlauf einfach Sachen zu produzieren. Genau, hier jetzt mein Beispiel von uns. Wir haben jetzt ja schon den Post zu den Beutelsbachern gemacht. Am Dienstag könnte man dann sagen, wir machen einen Post zu Kühen und Hörnern im Laufstall. Noch eine schöne Möglichkeit ist zu sagen, was hat im November eigentlich Saison? Das haben wir kombiniert mit einem Rezept für Quitten. Hier ist dann eine Illustration, wo wir sagen, wie kann denn Boden CO2 speichern? Dann nochmal ein Rezept mit saisonalen Rezepten. Eine schöne Möglichkeit für Posts ist auch immer, sind bestimmte Tage. Also es gibt den Welteitag zum Beispiel, der ist jetzt nicht diesen Samstag, das ist nur ein Beispiel. Es gibt auch den Milchtag, es gibt zahllose Tage, es gibt auch den Tag des deutschen Butterbrots. Also da kann man sich einfach mal informieren und wenn einem nicht einfällt, wann soll ich denn jetzt eigentlich was posten, dann ist das eben eine schöne Möglichkeit, ja, um Anhaltspunkte zu haben. Dann ist natürlich auch Gewinnspiele sind immer eine schöne Möglichkeit, um meinen Followern auch mal was Gutes zu tun. Und wenn die Seite eine gewisse Größe hat, kann man dann auch Kooperationen mit anderen Organisationen machen, wie in dem Fall zum Beispiel mit dem Greenpeace-Magazin, deren schönen Schweinekalender wir dann verlosen. Genau, das ist jetzt quasi so eine tägliche Routine. Das ist am Anfang wahrscheinlich ein bisschen viel. Also wenn man sich erstmal langsam rantasten möchte, kann man sich da auch eine andere Frequenz setzen. Man könnte zum Beispiel sagen, man fängt damit an, einmal die Woche was zu posten. Aber man kann sagen, je öfter man was postet, dass man dann auch mehr Reichweite bekommt. Und ja, man kann auch bis zu 2, 3, 4 Posts am Tag machen. Das ist kein Problem. Genau. Der letzte Schritt in Kontakt treten bei den sozialen Medien ist ja die Besonderheit, dass man eben in direkte Interaktion mit seinen Followern treten kann. Und das sollte man auch nutzen, dass man sich jetzt nicht quasi nur als Kanal versteht, der Informationen nach außen gibt, sondern dass man eben auch in den Austausch tritt. Man kann zum Beispiel Fragen stellen und die eigenen Follower zum Beispiel zu Handlungen aufrufen. Ich hatte das letzte Mal das Beispiel mit dem Bienenversprechen, wo wir unsere Follower gebeten haben, eben bienenfreundliche Pflanzen zu säen und denen so eben was Gutes zu tun. Das ist so ein Beispiel dafür. Da kann man sich aber auch einfach was überlegen, was zum eigenen Betrieb passt. Man sollte auf Kommentare reagieren, insbesondere Fragen dann eben auch beantworten. Man sollte dabei eben möglichst transparent sein und man sollte sich auch Kritik stellen. Aber wenn man jetzt jemanden hat, bei dem man merkt, der will wirklich nur stänkern und ist gar nicht an einer sachlichen Diskussion interessiert, dann hat man es wahrscheinlich mit einem sogenannten Troll zu tun.
Und den sollte man auch nicht füttern, weil er dann auch immer aktiver wird. Also da kann man auch mal sagen, okay, wenn man merkt, jemand will jetzt nur stänkern, dann reagiert man da auch irgendwann nicht mehr drauf. Genau. Wichtig ist es aber auch, dass man keine unliebsamen Kommentare einfach löscht, weil man sich denkt, es ist aber blöd, was die Person geschrieben hat, das möchte ich da eigentlich nicht veröffentlicht sehen. Das ist natürlich eine Ausnahme, wenn man jetzt ja rassistische Kommentare hat, sexistische Kommentare, gewaltverherrlichende Kommentare oder sowas auf seiner Seite, dann sollte man das natürlich löschen. Aber nur weil jetzt jemand Kritik geäußert hat, sollte man das nicht tun, weil ja das auch einfach nochmal zu mehr Kritik führen kann, wenn man dann einfach versucht, das so zu verstecken, sage ich mal. Genau. Aber Nutzer, die sich jetzt zum Beispiel solche Kommentare gepostet haben, wie ich es gerade gesagt habe, also sexistisch, rassistisch und so weiter, solche Nutzer kann man dann auch mal sperren, aber damit sollte man ja wirklich sehr vorsichtig umgehen und das nur im geringen Maße nutzen. Also wir haben auf der Demeter-Seite, glaube ich, keine Person, die wir gesperrt haben in den 6 Jahren, die ich das jetzt mache. Genau, kann natürlich bei anderen auch anders sein. Aber wie gesagt, sollte man damit vorsichtig umgehen. Jetzt gucke ich noch mal kurz nach unserem Instagram-Kommentar, ob es der mittlerweile geschafft hat. Genau, und da haben wir ihn schon. Wir haben auch schon 33 Likes dafür in 5 Minuten eingesammelt. Das ist natürlich sehr schön. Und hier kann man nochmal die Funktion sehen. Also wir haben hier mehrere Bilder, durch die man sich auch so durchklicken kann. Das ist hier dieses Doppelbild, von dem ich gesprochen habe, wo man das Gefühl hat, man geht einfach im Bild weiter und hat da einfach eine schöne Möglichkeit, auch Einblicke zu geben. Genau. Das war es dann auch von meiner Seite. Jetzt geht's erstmal inhaltlich weiter mit Ingmar. Und erstmal vielen Dank dir, Eva, für den tollen Vortrag. Ich schalte mal rüber auf die PowerPoint-Präsentation, wo ich einfach mal aufgeschrieben habe, so ein bisschen eine Struktur, wie ich versuche, in so einen Instagram- oder Facebook-Post reinzugehen. Und ich habe es nicht ganz so schön übersichtlich gestaltet, wie Eva das geschafft hat, aber ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Also der allererste Schritt, wenn man sich jetzt hinsetzt und was schreiben möchte, und das ist vielleicht was anderes, als was man vielleicht so am Anfang macht, wo einem die Sachen so überschwemmen und die Themen. Und man eigentlich sich gar nicht retten kann vor Dingen, über die man schreiben möchte, ist tatsächlich hier die Themenwahl. Und das habe ich für mich so ein bisschen in eine Reihenfolge gepackt oder in eine Wichtigkeit gepackt. Und das ist vielleicht ein bisschen anders, als man das instinktiv machen würde, weil ich glaube, man hat so den Drang zu posten, wenn man irgendwie jetzt gerade, was weiß ich, wenn meine Mutter hat das mir heute geschrieben, dass sie frische Bratwürstchen bei uns ins SB-Hütchen gemacht hat. Und dann möchte man das teilen. Und wenn man irgendwie sagt, so mir brennt jetzt was unter den Nägeln, was ich unbedingt irgendwie rausbringen möchte. Und das sind einfach so die Betriebsphilosophie und so Statements, die man setzen möchte. Was mache ich hier? Wie toll ist meine Arbeit? Und das sind zwei Sachen, die in die Kategorie einmal Service, also Angebote, Öffnungszeiten oder Partner, mit denen man zusammenarbeitet, fallen. Und zweitens einfach Betriebsphilosophie. Statements, das ist Branding, also was stelle ich da als Betrieb? Was ist ein Teil der Strategie, Teil des Marketings? Aber was einfach für die Leute, glaube ich, tatsächlich am interessantesten ist und das, was die Leute wirklich wollen und warum sie uns als Höfen folgen, ist der Mehrwert, den wir bieten können. Und das ist halt tatsächlich einfach, eigentlich kann man diese Posts daraus generieren, was man von den Kunden gefragt wird. Und das ist, glaube ich, die aller wichtigste Themenquelle, sind tatsächlich Fragen von Kunden oder am besten auch Fragen aus dem Umfeld. Und so dieses Umfeld sollte man sich einfach auf zwei Richtungen aufbauen und einmal einfach auf dem Hof oder im Betrieb, im Umfeld schaffen, das Bilder beiträgt und
hilft, Inhalte zu kreieren. Also was weiß ich, wenn sie beim Zäunen sind, davon mal ein Foto zu machen oder aus dem Melkstand mal ein Foto oder aus der Käserei. Und zum anderen braucht man eigentlich ein privates Umfeld von Leuten, die ehrlich zu einem sind, die einem Feedback, einmal Feedback auf die Posts geben und zum anderen auch mit Fragen an einen rantreten. Und das ist was man ein bisschen vernachlässigt, beides. Also sowohl die Leute, die einem Fotos besorgen, als auch oder Inhalte besorgen, als auch die Leute, die einen mit Fragen versorgen, weil das ist so das, wo man sich dann irgendwie professionell verhalten muss, glaube ich, ist tatsächlich das, dass man aufhört, seine eigenen Sachen, die man selber für wichtig empfindet, zu posten nur, sondern tatsächlich auch dazu übergeht, Dinge zu posten, die die Menschen tatsächlich interessieren. So, und das ist für mich also diese Kategorie Mehrwert, also Kundenfragen und Warenkunden. Und das zweite ist dieses Storytelling, was eigentlich genauso wichtig ist. Das sind die Geschichten aus dem Alltag. Und da war ich vor 3 Wochen bei einem Biohof bei Lübeck und habe mit ihm ein bisschen gesprochen, mit Dirk. Und da war halt auch so dieser gedankliche Schritt, dass man einfach auch verstehen muss, dass es wichtig ist, dass man diese alltäglichen Sachen, diese aller stinknormalsten Sachen, die man macht, dass die eigentlich interessant sind für die Leute und dass man selbst so ein bisschen Respekt vor seiner eigenen Arbeit entwickelt oder seiner eigenen Arbeit Respekt zugesteht, indem man sie für berichtenswert hält. Genau. Und das finde ich, wenn ich mit Höfen rede, ich berate viele Höfe zu oder kleine Lebensmittelhandwerker zu Social Media und Medienstrategien und sowas. Und das sind so Stellschrauben, die irgendwie sehr schwer anzufassen sind, weil sie irgendwie sehr tief sitzen, weil man seinen Alltagstrott hat und seinen Alltagsblick, aber die eigentlich ganz viel bewegen können, weil dann hat man einfach einen unerschöpflichen Quell an Inspiration, über was man schreiben soll. Genau. Dann ist eine Frage, die ich wichtig finde, so auf lange Sicht, soll ich jetzt wirklich dazu schreiben? Dass am Anfang, wenn man irgendwie sich da reinarbeitet, braucht man sich das nicht zu stellen, sondern da ist es gut, wenn man einfach eine Routine schafft und dass dann die Hürde nicht so groß ist. Aber ich sehe dann oft, dass einfach ganz viele Posts beliebig sind und einfach genauso gut auch hätten nicht geschrieben werden können. So. Das ist jetzt vielleicht auch persönlicher Geschmack. Dann ist die Frage, ob man selbst eine Primärquelle sein soll, ob man wirklich seine eigene Erfahrung da teilen soll oder ob man sagt, so, ich habe da gelesen und das beschäftigt mich und das ist eine tolle Quelle und dann kann man auch einfach zitieren oder verweisen. Also auch vor allem auf Facebook kann man ja wirklich verlinken. Aber auch bei Instagram kann man zitieren und dann sagen, hier den Text findet ihr oder einen Zeitungsartikel, wenn ihr da und da sucht. Genau, und das andere ist dann, was ist das richtige Format? Foto, Video, reiner Text. Reiner Text ist eigentlich ein Facebook-Ding, allerdings kann man das auf Instagram auch inzwischen mehr oder weniger umsetzen. Ich habe hier unten zentral so ein Beispiel, wo ich zwar ein Foto habe, aber eigentlich ist das Zentrale dieses Beitrages ist tatsächlich auch ein Text und in dem Sinne ist es ja mehr oder weniger ein reiner Textbeitrag. Genau, Fotos und Videos ist Instagram und Facebook analog, obwohl wir in der digitalen Welt sind, also kann man parallel machen. Was man hier sehen kann, bei den Fotos, die ich da ausgewählt habe, ich poste in letzter Zeit eigentlich nur noch im 4:5 Format. Das ist jetzt dann vielleicht auch ein Spezialding. Bei Instagram sagt man, dass die Bilder quadratisch sind und bei Facebook kann man eigentlich machen, was man möchte. Allerdings werden bei Instagram, wenn man draufdrückt, können die Bilder ein bisschen höher sein und wenn man das sich auf dem Smartphone anguckt, dann ist ein größerer Teil des Smartphones ausgefüllt vom Bild und das halten viele Leute für sinnig und ich halte es auch für schlau. Allerdings, wenn man so ein bisschen höheres Format nimmt, dann besteht die Gefahr, dass Teile abgeschnitten sind. Deswegen achte ich dann immer sehr darauf, dass das Foto sowohl, also auch wenn es ein bisschen höher ist, ich weiß nicht, ob das jetzt zu sehr ins Detail geht, aber ich sage es jetzt einmal noch, also dass ich praktisch diese bisschen höheren Fotos, also diese 4:5 Formatfotos so zuschneide, dass sie praktisch auch als Quadrat, wenn oben und unten jeweils kleiner Streifen abgeschnitten würde, gut funktionieren würden. Genau. Beim Foto halte ich für wichtig, dass einfach auf den ersten Blick erkennbar ist. Das ist wie Eva das beim
beim Post im Text gesagt hat, dass eigentlich so das Wichtiges, dass die Leute wichtig abgeholt werden im ersten Satz. So ist es, finde ich, auch wichtig, dass im Foto klar erkennbar ist, was Sache ist. Und dass da, ja genau, und dass auch wirklich Bild und Text zusammenpassen. Und man kann auch ein reines Textbild, wenn man jetzt kein Hintergrundfoto hat wie ich, kann man auch einfach ein reines Textbild erstellen. Und da gibt es eine App oder eine das nennt sich Adobe Spark. Das ist eine von verschiedenen Varianten, wie man das im Internet erstellen kann. Solche Textbilder, die gibt es kostenlos, die gibt es auch mit einem Abo. Finde ich inzwischen eigentlich eine ganz nette Variante, weil Fotos oder Bilder werden A, lieber ausgespielt von den Algorithmen und animieren zum anderen einfach Menschen auch dazu, sich damit zu beschäftigen mit dem Thema. Dann inhaltlich ist es eigentlich simpel, allerdings vielleicht auch gar nicht verkehrt, da nochmal drüber nachzudenken. Also was möchte ich rüberbringen? Also was ist wirklich mein Thema? Worum gibt es mir hier wirklich? Dass man das auch wirklich reduziert. Und ich habe das bei dem Post, den wir jetzt gleich zusammen einmal schreiben werden oder den ich vor euren Augen schreiben werde, das auch wirklich so gemacht, dass der auch nicht alles abdeckt und dass auch noch Sachen offen sind ein bisschen, dass man daran wieder anschließen kann und dass auch vielleicht Diskussionen aufkommen. Allerdings ist das immer was, wo man genau auch gucken muss, dass man nicht zu viel offen lässt, sondern, naja, das ist, genau. Genau, also dass man es einfach reduziert auf eigentlich ein Thema. Dadurch verwirrt man die Menschen nicht und bringt sie dazu, sich einfach mal kurz innezuhalten, sich mit einem Thema zu beschäftigen. Und man verbaut sich selber nicht irgendwie zukünftige Posts durch Doppelungen oder sowas und Schnittmengen, sondern kann sich da einfach durcharbeiten. Und das war auch eine Frage, die im Chat kam, ob man lieber kunterbunt schreiben soll oder mit einer Strategie oder also was weiß ich, das Leben einer Kuh erzählen. Und man kann, glaube ich, beides machen. Man kann sowohl die Lebensphasen eines Tieres in einer Reihe von Posts von der Geburt oder von der Trächtigkeit der Kuh zur Geburt, zur Tränkephase, zum Absetzen, zum Aufwachsen, Trächtigkeit und was weiß ich, kann man in vielen Posts durcharbeiten, aber man kann es auch einfach, genau, in diesen vielen Posts dann diese verschiedenen Lebensphasen detailliert ausleuchten oder man kann auch sagen, so eine Biografie einer Kuh sieht bei uns so aus und kann das in einem Post rüberbringen. So, ne? Und ich glaube, es ist beides was Menschen, wenn man es einigermaßen liebevoll macht und sich da ein bisschen Mühe gibt, was beides Menschen wirklich interessieren kann. Genau. Was ich immer wichtig finde, ist zum Einstieg, das ist der prägnante Satz, von dem Eva auch gesprochen hat, einfach die Menschen mitnehmen. Und das ist, da versuche ich mir immer klar zu machen, dass ich einfach in meiner Blase drin bin und in meinem Alltag drin bin und viele Menschen einfach in einer ganz anderen Situation sind. Und ich sie irgendwo erwische, wo sie gerade aufs Handy gucken, weil sie auf jemanden warten oder weil sie vielleicht auf der Toilette sind oder sowas. Und dass ich praktisch irgendwie da Respekt vorhabe, dass Menschen jetzt nicht irgendwie in meinem Alltag drin sind, sondern dass ich irgendwie einen Einstieg ermögliche, der klar erkennen lässt, worum es geht und die Menschen aber auch abholt und anerkennt, dass die Menschen nicht irgendwie in der landwirtschaftlichen Praxis sind oder aus der landwirtschaftlichen Praxis kommen und dass es nicht alles selbstverständlich ist, was ich jetzt schreibe. Genau. Und das ist dann auch wiederum, was möchte ich rüberbringen? Das zweite, aber das Ziel, die Menschen hinführen, also die Menschen zu einem Ziel hinführen oder die Leser. Und wenn ich über den Post nachdenke, dann denke ich meistens über das zuerst nach, was ich erzählen möchte und denke dann über den Aufhänger nach, wie ich das hinbekomme, genau. Und dann ist es eigentlich wie ein Essay in der Schule, Einleitung, Hauptteil, Schluss. Und die Einleitung ist halt der Aufhänger. Worum geht es? Entweder was, wie man irgendwie eine Problematik aus dem Alltag der Menschen beschreiben kann oder wie man, dass man etabliert, worum es geht. Und da kann man auch recht, das ist vielleicht, ja, man kann eigentlich recht prompt einsteigen, allerdings immer mit dem Ding im Hinterkopf, dass die Menschen halt jetzt gerade nicht im Thema sind, sondern man sie irgendwo erwischt im Kopf, ne? Genau, dann im Hauptteil muss dann, oder denke ich dann, dass der Kontext des Aufhängers etabliert werden sollte, also worum geht es, oder wenn man sich zu irgendwas äußern möchte, einer politischen Entscheidung oder
irgendwas anderem, dann einfach den eigenen Standpunkt, den man vielleicht im Einleiter, in der Einleitung geschrieben hat, dann begründen. Halt einfach einen Weg, wenn es jetzt weder um einen Standpunkt oder irgendein Schlaglicht geht, dann einfach einen Weg vom Aufhänger zum Fazit zu schaffen, einfach um die Menschen mitzunehmen zu dem, was man sagen möchte. Genau. Und am Schluss dann auch nochmal wirklich, ja, denn der Schlusspunkt, das, worum es eigentlich geht, ne? Dass man nicht so planlos rumdümpelt in einem Post, weil das nützt keinem was. Das sind oft Posts, die einfach dann ja so lala sind und vor allem, wenn man wirklich auch was verkaufen möchte als Hofladen oder als Hof oder sowas, dann ist es, glaube ich, wichtig, nicht beliebig zu sein, sondern wirklich tatsächlich einen konkreten Mehrwert zu liefern. Deswegen auch nochmal zum Punkt davor, hat der Post der Welt noch gefehlt und bin ich der oder die Richtige, darüber zu schreiben. Genau. Dann, was für mich einfach immer wichtig ist, einfach und jetzt auch inhaltlich gar nicht mehr so mega relevant oder spielt nicht inhaltlich mit rein, ist einfach, dass man sich versucht, klar zu fassen, weil das zeigt auch einfach, dass man das Thema oder zumindest das, worüber man schreiben möchte, einigermaßen vor Augen hat. Und was ich irgendwann gemerkt habe, ist einfach, dass ich angefangen habe, einfach Absätze zu machen. Das sieht jetzt ein bisschen wild aus im rechten Bild, was man da unten sehen kann. Aber wenn man so durchscrollt auf dem Handy, dann ist so ein Wust, in dem man sich verliert, wie auf der linken Seite halt einfach sehr viel weniger schön zu lesen als so eine prägnante und ein bisschen strukturiertere Geschichte. Das ist auch was man im Blog macht oder sowas. Oder auf Facebook, wo man auch ein kleines bisschen die Sachen noch formatieren kann. Das sind so Zwischenüberschriften. Das macht man im Instagram nicht, da sind auch die Zeichen begrenzt. Ich schreibe immer sehr lange Texte auf Instagram. Die meisten Posts, die wären wahrscheinlich sogar noch kürzer als der oberste Absatz da. Aber wenn man längere Texte schreibt, wenn es um kompliziertere Sachen geht, dann bin ich mal ein großer Fan davon, das ein bisschen zu strukturieren. Genau. Dann im Schreibprozess dieses Einstieg finden, Menschen mitnehmen und diese Kurzgeschichte, was ich da geschrieben habe, ist einfach wirklich, dass man auch einen einigermaßen prompten Einstieg finden kann, wenn man das einigermaßen geübt hat. Das ist aber auch was, wo einfach eine Routine kommt. Wie kann ich jemanden irgendwie für das Thema interessieren? Ne? Und dann auch einfach wieder, dass einer der ersten Punkte, den ich aufgeschrieben hatte, das Thema einfach für sich selbst im Kopf haben. Und immer wieder auch sich selbst kontrollieren, bin ich jetzt noch beim Thema, geht das in meinem Post jetzt noch um das, was ich eigentlich schreiben wollte. Und dann im Hauptteil klar vom Einstieg zum Fazit steuern, also dass man einfach wirklich weiß, wo man angefangen hat und wo man hinkommen möchte und dann im Fazit wieder auch einfach auf den Punkt kommen. Genau. Was danach wichtig ist und was auch glaube ich, bei mir mir das Ausschlaggebendste ist, warum ich das irgendwie jetzt auch dann irgendwie in beratender Rolle mache oder mit auch einfach, was weiß ich, bei in den Medien ab und zu auftauche, im Radio oder Fernsehen oder sowas, ist, dass ich tatsächlich nochmal gegenchecke, was ich poste und dass ich auch mal eine Nacht drüber schlafe oder zumindest mal mir einen Kaffee hole und dann nochmal drüber lese und einfach auch gucke, wo kann ich vielleicht falsch verstanden werden oder was kann jemand vielleicht absichtlich da falsch reininterpretieren oder wo habe ich da jetzt noch Leerstellen, habe ich diese Leerstellen mit Absicht und sowas. Und dafür habe ich dann auch gerne einfach ein paar meiner Freunde im Hinterkopf, die ich jetzt gar nicht dafür kontaktiere, aber von denen ich mir dann vorstelle, dass sie das lesen würden. Und was sie dann so als Feedback dazu geben. Und das sind ganz unterschiedliche Leute. Das sind Leute, die überhaupt nichts mit Landwirtschaft zu tun haben. Das sind teilweise auch einfach meine Nachbarn, die ja auch mitlesen. Das sind Kunden von uns zu Hause. Einfach, weil es ist ja einfach auf der anderen Seite des Bildschirms sitzen auch wieder andere Leute, echte Menschen. Und da versuche ich dann immer so ein bisschen für mich für mich ist das so die Technik, damit umzugehen, dass
oder dem so ein bisschen vorzugreifen, was dann Reaktionen kommen würden. Und das ist dann der dritte Punkt, Moderation. Das war auch Evas abschließende Geschichte. Kommentare im Auge behalten. Und zwar auf allen Plattformen, weil nur weil bei Facebook nichts abgeht, kann es ja trotzdem sein, dass auf Instagram irgendwie die Leute sich aufregen, obwohl auf Facebook sich mehr aufgeregt wird. Das kann ich auch bestätigen. Was ich bemerkt habe, ist, dass vor allem bei kontroversen Themen oft Momente entstehen. Also, dass einfach, wenn Kommentare, die ersten Kommentare positiv sind oder negativ, dass da dann Leute sich irgendwie motiviert fühlen, dann das Gleiche zu tun. Und da kann man darauf reagieren, indem man einen kritischen Kommentar auch einfach wirklich umfassend beantwortet und darauf eingeht und das auch vielleicht ein bisschen neutralisiert, so eine Attacke oder sowas, insbesondere bei kritischen Geschichten. Allerdings versuche ich solchen Sachen immer vorzugreifen, schon bei der Gegenlesenphase, dass ich halt versuche, dann auch, wenn ich über Kälber oder über Milch poste, was könnten jetzt einfach Leute, die einfach Tierhaltung komplett ablehnen, wo ich die Sache so gut machen kann, wie ich möchte, was könnten die da jetzt draus machen? So, und dass ich da halt einfach nicht stumpf bin und irgendwie mein Ding schiebe, sondern einfach zusehe, dass ich auch überlege, was einfach Menschen, die das anders sehen oder meinetwegen Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln oder sowas. Ne? Was denkt mein konventioneller Nachbar oder was sagt mein konventioneller Nachbar, wenn ich über mechanische Bodenbearbeitung schreibe oder darüber, dass wir halt keinen Pflanzenschutz betreiben. So, ne? Und dass man da irgendwie, man braucht sich ja nicht zu verstecken oder man braucht ja nicht irgendwie seine Meinung hinter dem Scheffel zu halten, sondern es ist auch wichtig, irgendwie eine klare Kante zu zeigen. Allerdings ist es wie im echten Leben, dass man einfach guckt, dass man da irgendwie möglichst wenigen Leuten auf die Füße tritt, außer man möchte es natürlich. Dann darf man das natürlich gerne machen. Das ist übrigens sehr reichweitenförderlich. Allerdings, was dazu auch zu sagen ist, ist, dass so, was ich, eine Erfahrung, die ich gesammelt habe, ist einfach, dass Menschen, wenn Menschen aus negativen Beweggründen auf deine Seite kommen, also wenn du einen Post machst, in dem du dich über die Landwirtschaftspolitik beschwerst und oder über Leute, die keine Ahnung haben oder was weiß ich, die darüber zu deiner Seite finden, die werden sowas erwarten und werden nicht irgendwie positiv auf irgendwelche guten und schönen Geschichten reagieren. So, von daher versuche ich immer davon abzusehen, irgendwie an Silvester mich über das Böllern zu beschweren. Habe ich gemacht, habe ich zweimal, glaube ich, schon gemacht und habe mich jedes Mal sehr geärgert, weil das einfach dann auch Leute angezogen hat, deren Kerbe das war und die da dann auch immer weiter reingeschlagen sehen wollen. So, ne? Und von daher, also man kann einfach auch, und die Menschen, die man auch motivieren möchte, dass sie dann auch was kaufen von einem, dass man die auch einfach über solche Inhalte zu sich lockt, über Mehrwert, über Warenkunde, genau. Diskussionen annehmen, kritische Hinweise und so weiter wertschätzen und gewaltfrei beantworten, finde ich wichtig. Das ist auch das, was Eva gesagt hat, dass einfach, dass man nicht anfängt, Sachen zu löschen oder Leute zu blocken, sondern dass man zusieht, dass man, solange es halt nicht in Richtung irgendwie sinnlosen, sich im Kreis drehen mit Leuten, die wirklich einfach nur stressen wollen, geht, dass man dann schon auch versucht, auf die Sachen einzugehen, vor allem auch auf die Befürchtungen und auf die Sorgen der Leute einzugehen, weil das ist dann auch wieder der allererste Punkt, Themenfindung, Kundenfragen und wenn man solche Posts macht, die praktisch die Menschen aufklärt über die Punkte, über die sie sich dann Sorgen machen, wie zum Beispiel beim Thema Trennung Mutter-Kalb oder beim Thema wie ist denn das jetzt mit der Dauerschwangerschaft von Milchkühen oder wie ist das mit dem Schlachten und wie ist das mit dem Kalbfleisch oder was weiß ich. Wenn man aufmerksamer Poster ist sozusagen, dann kommt man nicht an den Punkt, wo einem Leute irgendwie aufgrund von Sachen, die sie mal irgendwo aufgeschnappt haben, das Leben schwer machen. So, genau. Genau, das ist so ein wichtiger Punkt, den ich auch immer wieder in der Praxis gemerkt habe, dass wenn Dinge, wo ich irgendwie mit dem Rücken an der Wand gestanden habe in Diskussionen oder sowas, das war, wenn ich mich irgendwie zu weit aus dem Fenster gelehnt habe und auch wieder ganz von Anfang Sachen gepostet habe und mich zu Sachen positioniert habe, von denen ich keine Ahnung habe.
und die einfach besser andere Leute besprochen hätten oder wo ich besser einfach mal jemanden zitiert hätte oder auf jemanden verwiesen hätte. Genau, das hier sind nochmal die Dankeschön-Bögen an die Böllen. Genau. Und ich habe jetzt gedacht, ich mache nochmal eine neue Freigabe und mache dann, ich habe nämlich hier die Facebook Business Suite, das ist die kleine Schwester von dem Creator Studio, ist aber im Grunde das Gleiche, ist nur nicht ganz so übersichtlich und ich habe das mit dem Creator Studio nicht, das hatte ich auch mal, aber habe ich schon wieder vergessen, dass es das gibt. Genau, dann mache ich aber mal einen Beitrag. So, und hier kann ich halt auch, dass ich das auf Facebook und auf Instagram teile und dann kann ich ein Foto hinzufügen. Das kommt jetzt, das ist der falsche Ordner, denn ich möchte hier bei Instagram, habe ich mir schon ein paar rausgesucht. Ich habe die, genau, gibt es einfach, ich versuche halt, wie gesagt, irgendwie einigermaßen übersichtliche Bilder zu machen. Was vielleicht ganz interessant ist, ich habe bei meinem Hochfunk-Facebook, habe ich angefangen, weil ich einfach die Bilder nicht immer quadratisch zuschneiden wollte, habe ich angefangen, die dann die Fotos so zuzuschneiden, wie sie einfach für das Foto am angemessensten sind. Und das sind ganz unterschiedliche Formate. Und dann habe ich, genau, und dann, so kann ich dann einfach das Foto einfach voll zur Geltung bringen. Was ich bei Besserfleisch mache, ist, dass ich die einfach alle auf 4:5 zuschneide. Weil es auch irgendwie doof ist, meinen eigenen Stil irgendwie, der ja auch anders ist als die meisten anderen Seiten, irgendwie dem dann aufzudrücken, nur weil er mir gut gefällt. Deswegen, genau, jetzt habe ich hier schon das, die Dinger schön, also das, was ich posten möchte, schon markiert. Genau, und da habe ich halt auch geguckt, dass ich einen Post mache, der aus dem Alltag kommt. Und zwar habe ich gedacht, ich schreibe etwas über Ausbeute bei Milch und Käse. Und ich habe es mir schon vorformuliert. Allerdings habe ich gedacht, das vielleicht, ich kann recht schnell tippen. Deswegen ist vielleicht gar nicht verkehrt, wenn ich das alles nach und nach aufschreibe. Und dann kann man sich das, dann können wir das, also kann ich dann auch drüber sprechen und sagen, was ich mir dabei gedacht habe. Also mein Einstieg ist in dem Fall tatsächlich, weil das ja ein Service-Post ist sozusagen oder eine Warenkunde, die nicht unbedingt den Leuten so von Anfang an bewusst ist, habe ich einfach einen prompten Einstieg gewählt und das mit einer Aussage, die so ein bisschen einfach dann die Frage vielleicht erstmal kreieren soll, weil die Leute halt nicht drüber nachdenken, auf die ich hinauskommen möchte. Ne? Denn je fester, desto mehr. Okay, ich merke, so schnell kann ich doch nicht schreiben. Aber der Punkt ist jetzt einfach tatsächlich, das hier ist jetzt einfach ein Statement, das so ein bisschen diese Frage überhaupt erstmal etablieren soll. Okay, gut, gibt es jetzt überhaupt unterschiedliche Ausbeuten? Genau, weil darüber wollte ich schreiben. Ich wollte darüber schreiben, dass einfach in den Frischkäse weniger Milch fließt als in den Schnittkäse. Und dann, das ist praktisch einfach dieser prompte Einstieg, der so ein bisschen dieses Thema etabliert. Und dann einfach als Erklärung, als erster Kontext ist, so, das lernt man in der Waldorfschule schnell tippen. Genau. Das ist jetzt praktisch der Kontext oder so dieses erste, einfach ein gewisser Mehrwert, den man bieten kann. Das Ding ist, das ist keine Rocket Science, wie man auf Englisch sagen würde. Also es ist kein Wissen, das man nicht im Internet nachlesen könnte. Allerdings ist es was
man als Hof, der Käse produziert oder als jemand, der damit was zu tun hat, der kann das bringen und der kann auf einmal diesen Mehrwert schaffen, den einfach vielleicht, an den man sonst so nicht kommen würde. Und das ist, wenn man weiß, wonach man suchen sollte als Mensch, wäre es überhaupt gar kein Problem, an diese Information zu kommen. Allerdings ist das, glaube ich, das Geheimnis zu einem guten Storytelling, wenn ich mal ganz unbescheiden bin. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie der krasseste Post mit den Weltneuheiten ist, aber es ist halt tatsächlich diese einfachen Sachen, diese guten Witze, über die man bei den Comedians lacht, sozusagen zu berichten, weil so, wie gesagt, lehnt man sich nicht zu weit aus dem Fenster, aber bietet einen echten Mehrwert. Genau, und dann, das war jetzt einmal dieser Kontext etabliert und dann ist der zweite Absatz, jetzt sind wir schon bei der Hälfte, keine Angst. So, das ist jetzt einfach ein zweites Mal. Ich hätte es auch reinkopieren sollen. Also ich hätte es mal ausprobieren müssen, wie lange ich da tippe. Aber genau, also das ist jetzt im Grunde, es war jetzt dieses Etablieren, dann als zweiten Teil einfach dieser Mehrwert, ein bisschen Kontext und das ist dann weiterer Kontext. Und der letzte Satz mit dem Joghurt, und deswegen habe ich das von der Dramaturgie her so gemacht, am Anfang im Grunde das mit dem Bergkäse, wo es eine 1:10 Ausbeute ist und dann am Ende mit dem Joghurt eine 1:1 Ausbeute. Und dann ist dann praktisch das Fazit oder die Pointe sozusagen, wenn man möchte, ist dann meine Einordnung. Und dazu sage ich dann ein faszinierendes... So. So, das wäre jetzt praktisch ein ganzer Post, meiner Meinung nach, der tatsächlich auf das Nötigste reduziert ist, weil hieran anschließend, ich entschuldige mich, dass das jetzt irgendwie 3 Minuten gedauert hat statt 30 Sekunden. Ingmar, darf ich dich auch noch mal kurz fragen, wie lange du noch ungefähr brauchst, so wegen Zeitmanagement? Wir haben genau, ich bin eigentlich fertig. Ich wollte jetzt eigentlich nur noch sagen, was ich daran jetzt noch einfach anschließen würde, um das dann auch einfach im Kontext des der Gesamtgeschichte zu sehen. Okay, das ist gut, nur dass man es ein bisschen einordnen kann, dass wir am Ende noch ein bisschen Zeit für Fragen haben. Ne? Genau, Okay, hab ich auch super. Blick. Ja. Genau, also das ist im Grunde jetzt der Post mit einer Einleitung. Davon klar getrennt dann einfach die beiden Blöcke mit dem Kontext. Und dann der Fazit. Und genau, mein Fazit war im Grunde, ich möchte eigentlich diese Frage aufwerfen, warum kostet denn ein Kilo Frischkäse so viel weniger als ein Kilo Bergkäse, ohne das als klare Preisdiskussion irgendwie, die dann auch mir wieder irgendwie an den Kragen gehen könnte, zu machen. Allerdings habe ich jetzt gesehen, dass ich es bei Hofung gemacht habe. Ich habe hier, wenn man verschiedene Accounts hat, kann man hier dann einfach verschiedene Konten auswählen. Genau, daran anschließend könnte man zum Beispiel auch einfach, was ist noch Kostenfaktor, wie verpacken oder Gewürze einlegen, dann Reifung, Pflege. Und bei der Schnittkäse ist das Risiko, das man eingeht mit mehreren Wochen. Dann käserische Technik, was weiß ich, wie kann ich bei einem Grillkäse die Ausbeute verändern, wie kann ich bei einem Schnittkäse die Ausbeute verändern.
Genau, so. Und dann, das sind einfach Sachen, die man daran anschließen könnte, zum Beispiel als Posts. Genau. Und als Positivbeispiele, wenn wir mal bei Facebook gucken, jetzt seid ihr auf meinem privaten Facebook, immer Klosterhof Bünghausen. Den finde ich zum Beispiel schön, weil die haben auf jeden Fall einfach angefangen, einfach ein paar Fotos zu machen. Das ist nichts Herausragendes, allerdings finde ich das total charmant, wie sie das dann immer einordnen. So mit. Genau. Und dann die anderen Dinger schreibe ich vielleicht noch ach genau, ich schreibe dir nochmal die Folie und die wird auch nochmal rumgeschickt, so von daher. Und in der Folie wird vorne noch, sind noch ein paar weitere Folien zu guten Accounts, die ich irgendwie lobenswert finde und was die richtig gemacht haben. Genau, so. Und in dem Fall wäre ich dann soweit durch.